wir sind super früh aufgestanden, habe ich eben schon gesagt, ne? Wahrscheinlich so um 6 ungefähr. Mhm. Und jetzt sitzen wir hier am Pool und haben ein bisschen Kaffee getrunken. Und das super Süßeste ist, das könnt ihr hier sehen, da. Und die kommen hierher, weil sie hier trinken wollen. Hier vorne an den Stufen, da setzen sie sich hin. Ich zeige euch gleich einen, wenn einer kommt, und trinken dort. Und diese Schaukel, meine Lieben, die würdet ihr lieben, weil es ist total schön da drin. Da kann man so hin und her schaukeln und sich wie im Himmel fühlen. Und da hänge ich jetzt auch drin und ihr seht ja, wie es hin und her schaukelt. Es ist einfach nur herrlich. Juhu! Wir haben gerade überlegt, wir fahren gleich mit dem Fahrrad vielleicht mal nach Kos rein. Es ist nämlich nur 2,5 Kilometer entfernt und man kann total schön an der Küstenstraße am Meer entlang mit dem Fahrrad fahren. Es ist nämlich ganz flach, die Insel, also zumindest hier an der Küste. So, am zweiten Tag sind wir nachmittags nach Kos reingeradelt. Also das hier zum Beispiel ist so ein typisches Fischerboot mit hier vorne diesem, wie seht ihr das? Ich weiß nicht, wie man das nennt, wer weiß das? Diese Rollen, da werden die Netze eingeholt. Salzsee, suchen nach den Flamingos. Wir sind in Aliques, das ist die Gegend um den Salzsee, auf Kos. Und wir haben auch schon Flamingos gesichtet. Wir waren schon gerade, was hast du sehr aufgenommen? Wir haben ein kleines Mietwägelchen gemietet, Fiat Panda. Und wie ihr seht, wir fahren jetzt hier ein bisschen Inselrundfahrt. Das Gebirge, die Chaos. Und da seht ihr das hier. Das ist alles Salzsee schon. Das Ufergelände. Hier geht ein schöner Hund. Ganz süßer Hund. Das ist Quelle. Das ist Schilf. Ja, ist und das ist Quelle. Aha. Das ist eine ganz besondere Fauna. Hier fahren wir jetzt durch Tigaki. Das ist ein kleiner Badeort an der Nordküste. Mit vielen kleinen Hotels und auch einigen Bauruinen. Was uns doch verwundert, aber vielleicht ist Geld ausgegangen. Hier ist so eine typisch touristische Straße. Mit rechts und links irgendwelchen kleinen Lädchen, an denen man was Nützliches oder Unnützliches kaufen kann. Ganz, ganz typisch. Die Gegend um den Salzsee ist ziemlich leer. Es ist einfach nur
verbrannte Erde vielleicht. Ein paar Bauruinen, dann kommen die ersten Hotels wieder. Palmen. Das ist typisch. Zumindest für den Norden. Und natürlich hier das Gebirge. Wir sind wieder auf die Hauptstraße, die Insel quasi durchquert, eingebogen. Die führt von Kos nach auf den Kefalos, also auf die westliche Spitze der Insel. Und leider haben wir die Flamingos am Salzsee nicht gesehen. Die waren an einer völlig unzugänglichen Stelle, aber da sind welche. Noch nicht, wir versuchen sie noch zu finden, aber keine Ahnung, ob es klappt. Wir sind jetzt am Ufer des Sees und versuchen uns an die Flamingos ranzutasten. Wir haben beide noch nie Flamingos außerhalb des Zoos gesehen. Ich glaube, das geht wahrscheinlich allen Leuten so, den meisten zumindest. Wir sind jetzt so nah wie möglich rangefahren und ich glaube, da vorne könnten wir sie eventuell sehen. Hier, unser kleiner Fiat Panda im Niemandsland. Hier, meterhohes Schilf. Ziemlich dornig hier, Achtung. Und bestimmt auch Schlangen. Disteln. Und tatsächlich, da hinten starksen sie. Ich hoffe, man kann es sehen. Seht ihr sie? Das sind Flamingos in der wilden Natur auf Kos. Man kommt nicht weiter ran, weil hier vorne jetzt diese Uferzone dicht bewachsen ist.